Ich dachte, es war wirklich so, dass es dann die Viecher vertreibt. Ach so, Herde. Naja. Gut. Das ist jetzt. Ich brauche Faser, ich muss reparieren. Ich habe jetzt kein Holz mehr. Ah, zwei Holz. Mist. Na ja, gut, wir regenerieren uns jetzt gerade noch so ein bisschen. Okay, das ist fertig. Sehr schön. Das heißt, wir haben was zu trinken, wir haben was zu essen. So, dann kurz das auffüllen. Ja, es ist doof, dass man halt das wirklich dann hier so. Ach Mist. Dann halt da reinfüllen muss. So. Aber man kann das halt direkt, normalerweise, wenn man das nicht so macht wie ich jetzt gerade, kann man das direkt hin und her packen. Übel. Okay, aber wir haben es geschafft, uns zu wehren. Und das. Das sieht ja neu aus. Ach, der schwebt gerade runter. Sieht das jetzt irgendwie anders aus als früher? Und vor allem Rot kenne ich gar nicht oder so Orange. Sagt mir jetzt nichts. Müssen wir mal vorsichtig gucken, weil. Klar, wir haben jetzt hier etliche Dinos platt gemacht. Das ist nochmal so ein Thorny Dragon da unten. Aber hier oben war ja eigentlich dieser andere und hier war ja auch noch der Säbelzahntiger. Ja, da kommt's. Es sieht jetzt, also man, das hat man vorher auf dieser Entfernung eigentlich nicht so gut gesehen. Das haben sie jetzt irgendwie verändert. Finde ich cool. Gefällt mir vom Design her auch ziemlich gut. Sehr schön gemacht, aber es interessiert mich eigentlich noch nicht. Ich brauche erstmal Holz. Das werden wir da drüben wiederholen. Das hatte jetzt ganz gut funktioniert und das möchte ich gerne weiterhin testen, wobei ich gucke, dass wir vielleicht in die Nähe kommen. Da oben ist ja so ein Pferdeviech. Da fühle ich mich dann, glaube ich, ein bisschen sicherer. So, wir nehmen erstmal alles mit, was wir hier so finden. So ein bisschen was, ne? Ein paar Beeren haben ja auch bisher noch keinem geschadet. Meine größte Panik ist eigentlich, Säbelzahntiger zu treffen oder noch eine Titanboa, irgendwie was Großes, was uns platt macht. Wobei Säbelzahntiger echt übel ist, weil vor dem oder ein Direwolf, da kannst du nicht vorwegrennen, ne? Ne, da hast du gar keine Chance gegen. Vor allem wittern die einen auf eine riesige Entfernung. Da hast du null Chance gegen. Das ist echt so ein bisschen ätzend. Ich weiß auch nicht, was man an Waffen alles haben soll, um diese Viecher dann endlich mal platt machen zu können. Also mich würde jetzt schon reizen, da mal hinzugehen. Aber da sehe ich irgendein großes, fieses Viech. So, mal gucken, ob ich das, erkennen kann, was es ist. Ach, das ist dieser fiese Saurier. Der treibt sich da jetzt genau rum. Also der Carnotaurus. Weil da oben auch noch irgendwas ist, ne? Eben hat man es da so gesehen. Oh, ist natürlich übel. Und da oben sind ein paar Thorny Dragons, da könnte man ihn hinlocken zur Not. Und gucken, ob er die dann platt macht, aber ein richtig gutes Gefühl dabei habe ich nicht. Ich nehme erstmal das Holz mit. Und dann rennen wir hier mal schnell den Berg hoch und gucken mal, ob wenn wir den da hinlocken, ob wir damit Erfolg haben. Naja, der frisst sich durch alles durch. Also irgendwie bekämpfen die sich da gerade. Ach, das sind Terrorvögel. Scheiße. Die kann man auch zähmen, aber die sind ganz schön übel. Also so einen kriegt man vielleicht noch hin, aber so ein Rudel davon kann einem echt wirklich alles wegpicken, ne? Also diesen. Die sind nicht genießbar. Ah. Die sind echt fies. Das ist so eine Art, wie fast so ein Raptor-Rudel. So eine Richtung. So, ein bisschen Holz gesammelt. Sehr schön. Pferdeviech, lass mich bloß in Ruhe. Beziehungsweise, naja, was heißt, lass mich bloß in Ruhe?
Wir könnten jetzt hoffen, dass die Terrorbirds oder die Terrorvögel irgendwie den Carnotaurus angreifen und die sich dann gegenseitig das Hirn wegpulen. Aber ja, also gegen irgendwas kämpft er da auch noch, ne? Oh, jetzt kommt er her. Was zur Hölle verfolgt er denn? Gut, die da oben sind auch noch unterwegs. Das ist nicht so gut. Dann sollten wir, glaube ich, lieber den Sprung wagen. Und wieder zurück und bei uns dann halt noch so ein bisschen Kakteen sammeln und Sand, hauptsächlich Sand, damit wir den Lehm weiter basteln können. Das ist ganz entscheidend. Damit wir wirklich ein gesichertes Haus haben. Immerhin sieht es jetzt ja auch ganz cool aus. Jedes Mal, wenn dieser Windstoß kommt, habe ich Angst, dass es kein Windstoß ist, sondern irgendein ultra krasses Kackviech, was mich dann platt machen will. So, wir brauchen Feuerstein, okay. Dann holen wir doch Feuerstein. Genau. Na komm schon. Sehr schön. So, und dann. Ich weiß gar nicht, ist da noch ein bisschen. Ja, gut, der Sand ist jetzt lächerlich, was wir da haben. Halt, ey, nein. Oh, ätzend. Zurück. Zurück. Auch zurück. Naja, ist echt nicht die Welt. Nee. Nee, nicht wirklich. 10 Stück, dafür kriegst du nichts. Gar nichts. Nee. Nee, 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 nee. Das können wir so nicht lassen. Gut, dann mal alles hier rein. Und Steine sammeln wir auch gerade schon fleißig. Sehr gut. Also wir haben, glaube ich, das eines unserer größten Probleme mit dem Holzmangel ganz gut im Griff jetzt aktuell. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür. Wobei ich weiß nicht, haben wir Klamotten? Puh, wir haben hier Schuhe. Habe ich sonst nichts weiter? Also Handschuhe habe ich nicht. Ja, Schuhe wären, glaube ich, noch ganz gut. Die sollten nur machen Tierhaut und Fasern, okay. Mal kurz. Ja, wenn wir genug von haben, warum soll man das nicht machen, ne? Ah doch, hier, guck mal, da sind Handschuhe. Ja, dass wir halt ein bisschen noch unseren Wert erhöhen. Wir können das gleich mal zeigen dann. So, das hat er jetzt verbraucht. Sehr gut. Wenn wir es nämlich mal gucken, wir haben jetzt 26 und 54. Ja, schon mal ein bisschen, ne? 54, 71, schon eine große Steigerung. Ist aber klar, wenn man auf dem heißen Sand nicht mehr barfuß latschen muss, geht das. So ein 32, 71. Ja, also Hitzeschutz ist dann doch schon deutlich besser geworden. Kälteschutz halt echt nicht so wild. Rüstungswert auch nicht weiter dramatisch. Aber zumindest Hitzeschutz und das ist wirklich, wirklich wichtig an der Stelle, damit man da safe ist. Jetzt müssen wir mal gucken und hoffen, dass keine dämlichen Viecher hier rumlatschen. Und ich besorge Sand. Warum kann ich das nicht wegschlagen? Also man kann nicht alle Steine wegschlagen. Ist ein bisschen irritierend, finde ich. Aber die großen kann ich wegschlagen. Das reicht mir. Machen wir das. Hauptsache ich kriege jetzt Sand, damit wir weiter den Lehmausbau vorantreiben können und dann entsprechend schnell aufleveln. Und halt einen Bogen oder sowas bekommen. Klar, Bumerang ist ganz cool, aber ich bin ein Freund des Bogens. Ich benutze den sehr gerne. Beziehungsweise später dann natürlich der Armbrust oder des Gewehrs. Aber da sind wir noch ein bisschen von entfernt, bis wir da angekommen sind. Wobei es ganz cool wäre, das wirklich so weit zu vergrößern, dass wir ein geschütztes Areal haben, wo wir auch den ersten gezähmten Dino dann entsprechend hinsetzen können. Denn aktuell haben wir da noch nicht so viel Volk. Ne? Nachdem ja unser Speicherstand leider weg ist durch das Riesen-Update, wo ja auch dann Scorched Earth mit released wurde. Müssen wir dann mal gucken, wie wir das dann jetzt machen. Oh, kurz ausruhen, das ist nicht gut. Wir müssen das essen. Genau, zum Glück. Also ich bin echt froh. Wie gesagt, es ist so ein Riesenstein, der mir da vom Herzen gefallen ist, dass wir jetzt halt endlich Wasser bei uns im Haus haben und ich nicht mehr diesen Todeskampf habe wegen dem Wasser die ganze Zeit. So. Aber ich habe schon die Befürchtung, dass der Carnotaurus doch irgendwann jetzt demnächst bei uns auftauchen wird. Dann müssen wir gucken, wie wir den platt machen. So. Können wir erstmal zurückratschen.
So, alles rein, genau, Tür zu. Und dann mal schnell hier. Ah, es ist wirklich ein bisschen Sand. Na, 18 Stück. Gut, vielleicht reicht es für eine neue Wand. Mal gucken. Hm, genau, Holz werden wir benötigen. Nee, ach, Stroh. Ah, na sieh einer an, das gute alte Stroh. Ja, da haben wir auch nicht mehr so viel von. Muss euch gucken, dass wir da gleich einen Nachschub holen. Schön finde ich das echt, falls wir dann wirklich was mit den Steinen haben, wie gerade so einen Schmelzofen oder sowas, der braucht unheimlich viel Steine. Da sind wir dann, denke ich, auf der sicheren Seite. Beziehungsweise haben wir dann schon mal so ein bisschen was. So. Gucken, alles mögliche einladen. Auch Fasern und Stroh. Und dann haben wir wieder eine neue Wand. Wie viel gibt's? Naja, knapp 9 Erfahrungspunkte. Das ist schon ganz in Ordnung. Ja, hier wäre, glaube ich, sinnvoller irgendwie, ne? Ja, doch, auf jeden Fall. Schön, dass wir ein paar Ressourcen zurückbekommen. Ist nicht alles verloren. Gerade der Hinsicht wirklich, dass es halt nicht so viele Bäume gibt, ist auch, glaube ich, wirklich die einzige Alternative, dauerhaft auf Lehm zu setzen. Ansonsten bist du echt arm dran, ne? So, irgendwie muss man den hier... Ah, geht doch. Ich wollte gerade sagen, es ist ein bisschen unsinnig, dass wir den nicht abbauen können. Macht irgendwie keinen Sinn, aber na gut, versuchen wir es weiter. Und wir müssten auf jeden Fall noch mehr von den Viechern platt machen. Also sprich jetzt irgendwelche... ja, Käfer, damit wir noch mehr Keratin bekommen, weil wir werden auf Dauer auch Zement brauchen für andere Sachen später. Ich empfinde das als wichtig, persönlich zumindest. Mal gucken.